Es ist dieses große Heureka, dass ich gerade jetzt, und wir können jetzt nur wieder normal reden, du weißt, ich sage vor jedem Selbstgespräch, ich erkläre es dem Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Ich erkläre gebetsmühlenhaft seit einem viertelten Jahrhundert, dass ich das dann mal sage, an was denkst du, wenn du an was denkst? Dann baut sich ein Gedanke in dir auf. So ist. Dieser Gedanke ist, weil du ihn denkst. Ja. Und sobald du an was anders denkst, ändert sich dieser Gedanke. Wir können den Gedanken auch Information nennen oder wir können präzisieren. Wir können sagen, zum Beispiel, du denkst an einen Menschen. Wobei du an einen Menschen als Ding an sich wirklich, den du dir gar nicht vorstellen kannst. Dann musst du den Menschen wieder reduzieren auf einen Körper. Ja. Einen Körper dieses Menschen, von den vielen Körpern, die er durchläuft, vom Säugling bis zum Greis. Alles, was existiert, wo du ein Bild draus machen kannst, kann nicht überleben, weil es mit dem nächsten Gedanken zerstört wird. Ich weiß nicht, wie viel tausendmal ich auf das zweite Gebot hingewiesen habe. Erstes, zweites Gebot. Zuerst einmal als Gotteskind, wenn du eins sein willst und du bist eins, wenn du mich jetzt sprechen hörst, Ja. mach dir kein Bild von dir selbst. Sobald du an dich denkst, baut sich in dir eine vergängliche Existenz, eine Information auf, die mit dem nächsten Gedanken zerstört wird. Das ist hundertprozentig sicher. Ja. Ist für die ins Bewusstsein, dass jegliche Form von bisher ausgedachter Religion oder Naturwissenschaft oder Esoterik Selbstbetrug an dir selbst ist. Ja. Du brichst das erste Gebot, du machst dir ein Bild von dir selbst, weil du dich als Trockennasen auf dem Körper definierst. Und dann kommt das zweite Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas dort oben im Himmel oder dort drunten auf der Erde. So ist ja. Das ist hundertprozentig sicher, sobald du das machst, da schaffst du eine Information in dir. Ja. Und es ist nicht möglich, einen Gedanken, den du dir denkst, zu erklären, dass es ein Gedanke von dir ist. Das heißt, ich nehme das Wort Gedanke jetzt wieder einen Schritt weiter. Es ist nicht möglich, dass du definitiv eine Information erklären kannst, dass sie nur eine Information ist, die du jetzt denkst. Und jetzt setze ich für das Wort Information das Wort Mensch oder das Wort Körper oder Gehirn oder was auch immer. Genau, ja. Holofeeling stellt dich zuerst einmal abseits, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man weiß, dass UP verbundenes Wissen heißt. Es ist die Einheit, die heilige Einheit und das ist der Zahlenwert von dem, was in der Bibel mit Gott übersetzt wird. LHJ hat 86 und das ist der Zahlenwert, das heißt eigentlich wörtlich Gott das Meer. Und aus diesem Immerseienden, im Meerseienden, ein Symbol, etwas Zusammengeschmissenes, entspringen diabolische Gedanken, auseinandergeschmissene Gedanken. Und die werden folgendermaßen auseinandergeschmissen. Und was ich gerade dran habe, weil wir wollen das nicht so lang machen, ich habe ja jetzt in den letzten Selbstgespräche mehrere Male immer wieder auf diese neue kleine, ich nenne das erste Mal Holo-Arithmetik 2 hingewiesen, weil da schreibe ich immer wieder, wo ich dann mit korrigiere. Da springen wir jetzt gleich nochmal schnell rein. Ich bin nämlich da gerade am Schreiben. Ein kleiner Satz, den ich hier umformuliere. Und den gehen wir jetzt ganz kurz durch. Ja. Lass mich hier mal dieses Märchengeschwätz in einem gewissen Maß. Es dreht sich hier bloß um dieses Wort für Wahrheit. Das hebräische Wort für Wahrheit ist ja Emet. Ja. Das kann man vielfältig lesen. Warte mal, wo springe ich denn da rein? Die Stadt der Wahrheit, ich will da nicht so arg. Es liest sich, das Rot-Blau-Lesen. Ich habe das gestern mit dem Holger gemacht, jetzt bin ich natürlich wieder normal. Ja. Ich habe das gestern mit dem Holger gemacht und er sagt, es ist unglaublich, wie sich ein Text verändert, wenn man den geistreich liest. Ja. Wir gehen das nochmal ganz kurz durch. Wir wissen es erst einmal hier rot gelesen, Rei ist das Symbol der Buchstaben, der Kopf des Schöpfergottes. Ja. Das ist das hebräische Wort für Spiegel. Ja. Wenn wir jetzt reinspringen, dass uns das klar ist, ist klar. Wir gehen einmal davon aus, dass ein kleinerer Geistesfunken das auch lesen will. Das ist jetzt, Rei ist der Spiegel. Das heißt übrigens auch ein Schauspiel, ein Ansehen, ein Anblicken, der Anblick, die Erscheinung und so weiter und so weiter. So wird es, je nachdem, wie man es ausspricht, übersetzt im Kontext. Das aus siehe, verstehe, betrachte, erkenne, erfahre. Das ist erst einmal immer wieder dieses Rot-Blau-Lesen. Rot ist es der Kopf des Schöpfergottes oder die rationale Berechnung, die Schöpfung eines Intellekts. Das ist die andere Seite. Ja. Darum habe ich jetzt hier der Kopf des Schöpfergottes ist, den habe ich jetzt so gespreizt geschrieben.
Und drei habe ich jetzt wählen lassen, das ist die rationale Schöpfung deines Intellekts. Die rationale Schöpfung eines Intellekts, da habe ich jetzt rot deines Intellekts, den du zum Denken benutzt. Mhm. In deinem Rai, lies in deinem Kopf des Schöpfergottes, der du bist für deine Traumwelt, befinden sich Spiegelungen von Spiegelungen in einer Rai-Wand, in einer Spiegelwand. Ja. Mhm. Ein heißt hebraisiert, nicht existierend. Dann machen wir jetzt hier nur so E-Quadrat, das mache ich also hier jetzt immer, dass wir das Ich haben. Das sind praktisch diese Energie, ist der Kopf, das ist der rote Kopf, der Rai. Mhm. Dann heißt es, eine doppelt aufgespannte Schöpfung ist eine existierende Öffnung. Mhm. Und das heißt, ich werde auf und ab schwingen. Ja. Das ist die Welt, die Wand ist eigentlich die Welt einer, bei mir in der transversalen Denken, ist die Welt deiner Gedankenwellen. Ja. Wer ist der gescheiteste Menschenaffe in deinem eigenen Rai, deinem Kopf des Schöpfergottes oder in diesem berechneten Land, in diesem Spiegelland. Mhm. Das ist jetzt praktisch diese Transversalwellen, wie die Physik sagt. Und jetzt erkläre ich hier das AND nochmal, sind wir tausendfach drauf eingegangen. Und jetzt in Zacharia 8,3 wird Jerusalem die Stadt, der Staat der Wahrheit genannt. Ja. Neu aus Amerika. Das können wir nochmal wissen, selbst in der offiziellen Gesichtsschreibung ist der letzte Aggressor der letzten 100 Jahren ist weltweit eindeutig nur USA gewesen. Ja. Mhm. Mhm. So spricht Jahwe. Und jetzt muss ich dazu sagen, das ist Zacharia, können wir jetzt im Original lesen. Das heißt, wenn man die deutsche Übersetzung haben wir mal wieder die Elberfelder oder die Luther oder diese zig Übersetzungen, wo es gibt. Mhm. Und ich mache immer einen Kompromiss, dass ich so das, soweit es möglich ist, wortwörtlich übersetze. Ja. Dieser Komplexität. Ich kehre mich nach Zion. Und da ist natürlich, Zion ist jetzt erst einmal ein vielfältiger Begriff, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil jedes Wort ist ein 400-Seiten-Buch. Denk an den Film Matrix, da befinden die sich ja unterirdisch in Zion. Ja. Und die Oberwelt ist die Welt der Maschinen. Mhm. Das heißt, du schläfst jetzt eigentlich und deine Gedankenwellen, die du aufschmeißt in deine Oberwelt, wie ist das Brandopfer, das sind nur Maschinen, lass die Toten ihre Toten begraben. Du meinst Zion auch die Grabstätte. Ja. Es ist aber auch, Zion ist der Begriff für das alte Jerusalem, für das symbolische Jerusalem. Mhm. Mhm. Und immer rot-blau. Und wohne in der Mitte Jerusalems. Ja. Da steht jetzt im Original Betik, das heißt, wenn man das jetzt liest, ich versuche das möglichst darzustellen, das heißt in der Mitte und das Jerusalem schreibe ich jetzt blau. Mhm. Das heißt, das Jerusalem hielt dich eigentlich auf, darum ist die USA ist eine aufgespannte raumzeitliche Schöpfung. Ja. Mhm. Ich rede nicht hier von Völkern, wenn ich sage Deutsch. Mhm. Dieses Gottesdeutsch hat nichts mit dem blauen Deutsch zu tun und dann doch wieder, weil ja alles mit allem zusammenhängt. Du musst vollkommen neutral sehen. Das ist die erste Kunst. Und sie wird gerufen, genannt Jerusalem. Das habe ich jetzt folgendermaßen geschrieben. Dieses Kara, dieses Kofresh Aleph, das heißt einmal eigentlich ursprünglich heißt es einladen, etwas einladen, zusammenrufen. Kofresh Aleph. Mhm. Ja. Das ist ein Riesenschwall in der Übersetzung, begegnen, einladen, dann wird es auch oft mit lesen übersetzt, nennen, rufen, man nennt diesen Namen, liest diesen Namen so, da kommt übrigens dieses Quere her auch. In der Grammatik, wenn ich immer so, wenn in der hebräischen Grammatik das Quere, lies es so. Mhm. Da steckt dieses Kofresh Elef. Ja. Mhm. Das heißt eigentlich, lies es so, darum heißt, so musst du das lesen. Ja. So jedes Zeichen musst du das lesen. Nicht in irgendeiner einzeiligen Auslegung, sondern ganzheitlich musst du das lesen. Ja. Du bist eingeladen, in dich selbst zu verstehen, was du bist. Ja. Mhm. Okay? Ja. Mhm. Und jetzt habe ich hier mit die Fall, dass ich das, darum habe ich das nur rot drüber gelegt. Ich schreibe jetzt hier, wir öffnen. Zuerst einmal, der Geist ist E-Quadrat, J-C-A-I-C-A, ich und du. Und das ist Kopf, ist die verbundene Weisheit. Im Kopf ist die verbundene Weisheit und das sind unsere zwei Ich-Sein. Genau. Mhm. Wenn wir es blau lesen, heißt es gerufen, genannt Jerusalem. Interessant noch hier, dieses und wir. Das Nun am Anfang ist ja imperfekt, heißt wir werden, wir können etwas rufen, etwas einladen, etwas lesen, so wie wir es lesen. Ja.
das ist das Wir, ist dieses Rode Nun, das ist absolute hebräische Grammatik. Das musst du jetzt nicht wissen, ich erkläre es dir, du musst dir das auch nicht merken. Die Stadt der Wahrheit, das Wort Stadt schreibt sich 70, 10, 200. Ja. Okay? Da mache ich jetzt ein Ihr, das 70, 10 alleine als Wort heißt Trümmerhaufen und das alles ist unsere Berechnung, das heißt der Trümmerhaufen der persönlichen Rationalität, der persönlichen Berechnungen. Ja. Du lädst letztendlich das in dir als Information ein, was ja eigentlich ein Ausdenken in dein Innerhalb ist. Mhm. Aus dem absoluten Innerhalb, wo alles sich gleichzeitig befindet, du Urknall, bevor er geknallt hat, lädst du dir jetzt etwas durch dein Nennen, durch dein Rufst du dir etwas ins Bewusstsein, du rufst aus dem absoluten Innen was in dein geistiges Innen. Ja. Mhm. Okay, das heißt jetzt einmal statt der Wahrheit, dann heißt es aber auch Berg JBC-Wort. Und Berg Waff HL, das mache ich jetzt rot, das heißt, die verbundene Quintessenz deines Kopfes oder die verbundene Quintessenz ist dein Kopf. Mhm. Das ist Jahwe, JHWH, Zebaot. Und wir wissen ja, Zeb heißt Testudo, die Schildkröte, das Deckeltier und Ott heißt Zeigen. Zeichen, ja. Das heißt, Jahwe ist Testudo, Zebaot. Ja, genau. Und das ist auch der Berg Heiligkeit. Der Quintessenzkopf ist heilig. Mhm. Ja. Okay, aber warum ergibt die Summe aller möglicher Teile von 586, und das ist der Zahnwert von Israel, und jetzt habe ich jetzt rot-blau, das rote Blau, Israel und das blaue, das ist das Symbolische. Die Stadt Israel ist ein Symbol, und das ist die ausgedachte Jerusalem. Ja. Mhm. Zweimal 441, warum zweimal Wahrheit? Weil 441 Emmet ist ja auch das Wort für Wahrheit. Genau. Das lässt sich ganz leicht erklären. 2 mal 441 ist 882. Ja. Das ist 2 mal 3 mal 7 mal 7 mal 3. Ich habe jetzt das extra so geschrieben. Ich hätte ja gleich 2 mal 21 mal 21 hinschreiben können. Weil nämlich da steckt schon wieder die 37 mal 73 mit drin. Das ist der Wert von Genesis 1,1, 2701. Göttlich. Das ist göttlich. 2 mal 441 bedeutet, es gibt immer zwei ausgedachte Wahrheiten. Mhm. Ja. Sagst du mal, wenn ich es so mache, Plus und Minus. Mhm. Aber wir haben ja auch eine Qualitätsachse, eine Longitudinale, und von denen jede auch aus zwei ausgedachten Wahrheiten besteht. Du musst einen Einheitskreis denken. Wir müssen ja ein Kreuz aufspannen. Ja. Mhm. Dieses Plus ist nämlich Plus, Plus und Plus, Minus, und dieses Minus ist Minus, 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 Plus. Mhm. Also haben wir viermal 441. Bist du dabei? Ja, natürlich. Das sind jetzt die vier Quadranten im Einheitskreis, sind vier Wahrheiten. Ja. Mhm. Es handelt sich dabei um die vier Quadranten des Einheitskreises. Ein heißt nicht existieren, H-Eid heißt wie buchstabiert. Mhm. Das dann heißt wie das Spiegelbewusstsein, wie der Kopf des Schöpfer Gottes Bewusstsein. Genau. 2 mal 21 mal 21, das sind die ersten Ich Bin. Mal ich bin, das ist Plus und Plus Minus. Ja. Und 2 mal 21 mal 21, ich bin eine Person oder ich bin ein Mensch. Mhm. Ich habe jetzt, das ist trügerisch, aber Minus mal Minus ist die Person und Minus mal Plus ist dann der Mensch, der sich wieder verbindet und dann wieder hochgeht in das Plus Plus, wenn wir den Einheitskreis durchgehen. 4 mal 21 ist 4 mal, das heißt hier dieses Ich bin. Ja. Ich, imperfekt, ich bin. Ich bin und ich bin, ich bin. Ich bin, ja. Mhm. Das sind die 4 mal 21. Okay. Ich bin dran. Aber jetzt pass auf. Übrigens, das ist auf Seite 34, 3,4 ist Gott, das ist Jupiter. Es gibt keine Zufälle. Jetzt kommt eigentlich, was ich dir zeigen wollte, dass du das verstehst. Jetzt gehen wir mal in Johannes 14, 3, 11. Mhm. Ich sage jetzt 1, nicht existierendes Bewusstsein öffnet 4, wie stabile Intellekt erweckt, ist die 3, 11. Unendlich viele in diesen vier Spiegeln. Spiegel. Mhm. Jetzt lesen wir zuerst einmal ganz kurz rein in das Original. Ich habe das extra dazu geschrieben, weil du wirst merken, ich habe jetzt den Text neu zu Original gelassen. Ich habe nur präzisiert. Ja. Mhm. So, die ab 3. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.
und wo ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du gehst. Und wie können wir den Weg weisen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Mhm. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Bla, bla, bla. Müssen wir nicht weiter was merken. Wir müssen das jetzt eh nochmal lesen. Und jetzt habe ich das nur geistreich geschrieben. Mhm. Wenn ich hingehe, die Quintessenz ist göttliches Sein und das ist eine geistige Ehe-Existenz zwischen dem Denker und dem Ausgedachten. Dann spielst du Adam mit sich selber spielt. Ja. Das Gotteskind. Mhm. Das bist du. Seger wie Nikaba, Denker und Ausgedachtes. Mhm. Und euch Geistesfunk eine Stätte bereite, im Kopf des Schöpfergottes, im Spiegel, ist ein Immersein des E-Quadrates, ist ich und du. Mhm. Wenn ich sage, ich meine ich nicht den Udo, und wenn ich du meine, meine ich nicht den, der jetzt vom Computer sitzt und sich das anhört. Ja. Sondern ich meine den Geist, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Auch, da können wir gleich die Fittings dazu machen. Schau, ja. Ruft doch nicht rein. Das Klammer machen, ihr hört einfach zu. Ich mache gleich los weiter. Das ist also bereite im Spiegel, ist dieses immer seiende E-Quadrat, dieses J-C-H-I-C-H, der vom Bücherregal steht und der, der jetzt ein Buch liest, das bist du, der ein Leben durchlebt. So komme ich wieder und werde euch Geistesschwung zu mir nehmen. Damit auch ihr seid, wo ich bin, vorm Bücherregal. Mhm. Der schon viele Bücher gelesen hat und der noch viele lesen darf in dieser Symbolik. Mhm. Und wohin ich gehe, der Geist ist ja Synthese A, B, C. Wir sagen Aleph, Bet, Gimel. Gimel ist der dritte Buchstabe, These, Antithese, Synthese. Mhm. Habe ich hier, ist gleich Plus-Minus-Ehe, eine Plus-Minus-Ehe. Das ist das, wenn ich es so mache. Wo ich hingehe, ist dieser Punkt. Schau das kleine Bild an. Mhm. Damit wisst ihr Geistesfunk ab jetzt den Weg. Dieses W verbunden in dieses Ich und Du, ich bin du und du bist ich, ist ein Geist. Ja. Mhm. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir, das habe ich jetzt eingefügt, Menschenaffen, das ist der Originaltext, den wir gerade angelesen haben, wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Ich sage zu ihm, in Klammer zum Geistesfunk, der Thomas zu sein glaubt, zu dem Geistesfunk, der glaubt, die Helene zu sein oder der, der jetzt vor dem Computer sitzt. Das bist du nicht, du bist der, der sich das ausdenkt. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das habe ich jetzt doppelt, meinen wir die rotgeschriebene Wahrheit oder die Wahrnehmungseinheit, die wir uns ausdenken. Mhm. Ja. Und das Leben, auseinandergeschmissene polare Existenz. Ja. Niemand kommt zum Vater UB außer durch mich. Mhm. Das UB ist verbundenes Wissen. Ja. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Main, Sorcha Main, das ist ja das Haupt, das Oberhaupt, das ist aber das immerseiende, nicht existierende E-Quadrat sein. Mhm. Dann wirst du eins mit diesem E-Quadrat-Kopf. Kopf, ja. Diesen roten Ich bin du und du bist ich Kopf. Mhm. Von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Diese geistige Ehe-Existenz, weil ich du bin und du bist ich und ich behaupte, ich bin dein Vater und ab Vater und Sohn sind eins. Ich bin eins mit dem Vater. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Ich könnte jetzt auch sagen, zeige uns Gott. Ich sage, ein existierender Gott, wenn du den sehen willst, muss er zum Existieren anfangen, dann ist er nochmal Gott. Dann ist er Gedanke, dann wird er Geschöpf. Ja. Ich sage zu ihm, zum Geistesfunk, der Philippus zu sein glaubt, solange Zeit bin ich bei, das heißt der BI, im Nichts, im Schöpfergott. Ja. Bin ich bei euch. Du bist doch der Schöpfergott. Du denkst dir doch das jetzt alles aus. Ja. Du hast Ei, der Schöpfergott, auch nichts. Ein ausgedachter Gott ist kein Gott. Also die Frage, ob Gott existiert, wie oft bin ich da schon drauf eingegangen? Gott kann nicht existieren. Wenn er existiert, ist er ein Gedanke. Und der Gedanke ist nicht Gott, sondern der, der sich diesen Gedanken denkt, ist Gott. Ja. Und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat in sich selbst, das habe ich hinzugefügt, den Vater UB gesehen. Mhm. Und wie sagst du, zeig uns den Vater?
Glaubst du nicht, dass ich im Vater UB bin und der Vater UB in mir ist? Die Worte, doppelt aufgespannte Orte, sind immer in dem E-Quadrat. Das ist in der Einstein-Formel die Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Die doppelt aufgespannten Orte sind die Gedankenwellen. Mhm. Da können wir jetzt das auch noch so machen. Und dann heißt es erweckte Spiegelungen oder erweckte Erscheinungen. Genau. Doppelt aufgespannte, augenblickliche Kreis, Org-Lesen mit 70, die ich als Brösel UB in euch, zu euch Geistesfunke rede. Ich sage, wenn ich als Brösel UB auftauche, du als Udo, rede ich immer zu dem Geist, der mich ausdenkt. Ja. Rede ich Brösel UB nicht von mir selbst, der Ford UB aber, der in mir bleibt, der in mir jetzt zu Leib wird, im Leib sich selbst spiegelt, tut seine Werke in mir und auch in dir. Ja. Mhm. Jetzt weißt du, wieso ich gesagt habe, lese es erst im Original und dann schaust du, was drinsteht, wenn man das nur geistreich liest. Ja. Na. Glaub mir, dass ich im Vater UB 86 Alhim bin und der Vater UB in mir ist, wenn aber nicht so glaubt, um der Werke selbst willen. Mhm. Diese Werke sind die Holophilien-Schriften, die Updates und die Selbstgespräche. Ja. Mhm. Dieses Werk kann ein normaler Trockennasenaffen gar nicht erschaffen. Ja. Ohne dass im Hintergrund gestützt wird vor Gott. Ja. Genau. Ja. Dann überspringen wir ein paar Verse, nicht weil die unwichtig werden, sonst wird es ausufern. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Die Welt sieht prinzipiell nichts. Mhm. Ihr Geistesfunk aber seht mich, weil ich in euch lebe, werdet auch ihr in mir leben. Im Original steht hier nur, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Mhm. Aber ich kann nur als Brösel in dir leben, wenn du mich denkst, und du bist nur in mir, wenn ich an dich denke. Mhm. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater UB bin und ihr Geistesfunk in mir und ich in euch. Ja. Mhm. Wie oft haben wir das Spiel schon durchgespielt, gedanklich? Der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, ist deine Information. Und das ist, weil du ihn dir jetzt ausdenkst. Er ist nicht das Pixelmännchen auf der Verabredung, der Kleine da unten. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es. E-Quadrat ist Bewusstsein. J-C-H-Rot. Der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater UB geliebt. Und ich werde ihn auf ewig lieben. Und mich selbst ihm, in ihm selbst, Ohrenborn, offenbaren. Ja. Toll. Das ist genau hier dieser Johannes 14,3,11. Diese Verse. Mhm. Da habe ich gesagt, das ist übrigens exakt dieser Vers, nur minimal Erklärungen dabei. Ja. Jetzt bringt mir irgendeinen Trockennasenaffen, der das verstanden hat. Ja. Ich, der ich auf dem Thron sitze, ich bin die wirkliche Wahrheit, ausgedachte Wahrheit. Dies bedeutet zweimal 441, der Summe aller möglichen Teile von 586. Ich habe jetzt die 586, also vom Wort Jerusalem, so geschrieben. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Rot geschrieben ist es, die Quintessenz ist UB 680 Aleum. Oder das Wissen ist aufgespanntes, die Wahrnehmung ist aufgespanntes Wissen. Ja. Mhm. Wenn wir jetzt nur rot-blau lesen, wir machen aus der 586 586, dann heißt es, die Quintessenz ist UB 680. Ja. Die Wahrnehmung ist aufgespanntes Wissen. Mhm. Die Zahl, die auch für das wirkliche Jerusalem und das ausgedachte Jerusalem steht. Mhm. Dann können wir jetzt hier wieder. Genau, gut. Und jetzt immer dran denken, das sind alles Symbole, aufgespanntes raumzeitliche Schöpfung. Das ist die USA. Das ist der große, jetzt in deiner Traumwelt, in deinem Buch, ist das der große Dogmatiker, der letztendlich eigentlich genau genommen, wenn man mal selber zum Denken anfängt, in deiner Traumwelt, in deiner Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt. Wenn du jetzt die Welt nimmst, unter was für einer Fuchtel die eigentlich stehen. Mhm. Ich kritisiere nicht irgendetwas, was ich mir jetzt ausdenke. Mhm. Wir machen jetzt rein einmal WikiLeaks, Assange oder hier, wie heißt der andere? Mhm. Fällt der Name, ich bin immer vergesslicher mit Namen. Das Not. Man muss sich das einmal vorstellen, dass hier Menschen letztendlich
Menschen aufklären, was natürlich überhaupt nicht möglich ist, weil wir ja nur von Traumfiguren reden. Mhm. Verstehen muss das ja derjenige, der hier mehr oder weniger träumt. Das ist ja deine Führerscheinprüfungsdrogen Traumwelt. Dass die zeigen, was für unendliche Schweinerei und was für eine Mengenverachtung dieses amerikanische Staatssystem letztendlich die letzten 100 Jahre betrieben hat. Mhm. Und dass die weltweit als die größten Verbrecher von Amerika gesucht werden, weil sie Staatsgeheimnisse verraten haben, praktisch die Augen der Menschheit öffnen, soweit man die Augen überhaupt von ausgedachten Menschen öffnen kann. Ja. Das ist ja schon die Falle von vornherein. Genau. Ich sage, du musst das verstehen. Nur du, es wird niemals irgendein Mensch in deinem Traum verstehen, wenn du es nicht vorher verstanden hast. Erst dann kannst du dir welche ausdenken, die das wissen. So ist es. Mhm. Dass komischerweise alle Völker, auch die Deutschen, die du dir jetzt ausdenkst, dort zwar irgendwie entsetzt sind, aber nichts dagegen sagen, dass die, die Verbrechen an der Menschheit anklagen, öffentlich machen des amerikanischen Systems, dass die als Verbrecher gejagt und hingestellt werden in Assange-Drohne, jetzt glaube ich 175 Jahre Zuchthaus, Anklage, und dass das, was er öffentlich macht, diese Verbrechen, die waren einfach unter den Tisch gekehrt. Die waren, als wenn es nichts wäre. Es ist ja so schlimm, weil er das verraten hat. Ist das nicht krank? Ist das nicht unendlich krank im Kopf? Ja. Es gibt noch eine Sache, die ich über den Wert 441 der Wahrheit erläutern möchte. Da steckt übrigens der erweckte Laut schon mit drin. Mhm. L-A-U-T, das sind ja die Zeichen, die Licht zeigen, sind erweckte Existenzen. Mhm. Diese geheimnisvolle Zahl 441 ermöglicht die absolute Erfüllung. Das ist natürlich interessant, das NIS. Die Geburt der Schöpfung ist wahrgenommenes Licht. 44 ist ja auch Illet. Da gehe ich ein Stück weiter vorne drauf ein. Du kannst es noch nämlich lesen, ich werde zu einem Kind. Weil 44 Illet ist. Genau. Da müsste ich jetzt fast nochmal schnell reinspringen. Das ist nämlich auch so interessant. Du musst nämlich wissen, dieses Kind beginnt ja mit KI. Wir sagen immer die künstliche Intelligenz. Das ist, die künstliche Intelligenz erzeugt den Brand, das Brand, der polare Rand von Gott im Ort. Das ist immer eine Wunde. Die Wunde ist was Aufgerissenes. Das griechische Wort für Wunde ist ja Trauma. Das Trauma ist die Traumschöpfung. Und diese Traumschöpfung wiederum ist. Trauma heißt ursprünglich im Altgriechischen eigentlich eine Beule schlagen, und jetzt kriegen wir schon wieder unseren Wellenberg mit unserem Wellental. Und diese KI ist immer eine existierende Öffnung, und diese existierende Öffnung, KI, ND, das Kind, da kriegen wir jetzt unser Schwanken, sich bewegen, hin und her wanken. Das ist das hier, das passiert im Kind, im Illet. Darum hast du das ND, die Lichtöffnung heißt ja auch gebären. Und das führt uns dann zur Welt, zu einer doppelt aufgespannten, augenblicklichen Lichterscheinung. Das ist eine preisige Welt, und das hast du am Brand. Genau. Das ist der polare Rand, und du musst den von Augenblick zu Augenblick opfern. Aufsteigen, hinaufgehend, das ist dieses L. Es taucht was in dir auf, aber jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist Physik. Ja. Ich kann das nur tausendmal sagen, es ist Physik, Punkt. Da brauchen wir dann die Physikbücher dazu. Also nochmal, dieses Geheim, Geist ist E-Quadrat und das ist Hayom, das Meer ist immer. Das führt uns zu dieser Existenz an der intellektuellen Raumzeit, das ist das NIS, lass dich doch mal überraschen. Das ist eigentlich übersetzt, heißt es nur fliehen, das flieht irgendwas von dir weg. Aber genau genommen ist es dann die Flucht. Aber vor was fliehst du eigentlich? Vor dir selber, von der Erkenntnis, was du selbst bist. Da haben wir das Luch schon drin. Luch ist die Lebensfrische. Ja. Wir können natürlich FLU-ChD lesen, dann wirst du in Schrecken versetzt. Ja, genau. Das ist erst einmal der persönlich limitiertes Licht. Das ist die Unterform von BLH, das heißt ausgesondert, ausgewählt. Das kann man natürlich, wenn du Auserwählter bist, kann man das positiv und negativ lesen. Bella selber heißt ja Wunde. Jetzt haben wir die Wunde, die erweckt wird. Und das ist die Wunde des einen. Genau. Ja. Eine Fellunterform hast dann hier fallen, geboren, gebären, stürzen in die Welt. Du stürzt förmlich in die Welt hinein. Als Geburt. Und jetzt muss ich aber ganz, ganz kurz dieses NIS.
Jetzt pass auf, mein Nest ist jetzt das erste Mal blau gelesen, die Existenz ist die intellektuelle Raumzeit, die du dir ausdenkst. Wir können das rot auch lesen, dann ist es das absolute Sein, ist es Gottesbewusstsein. Ja. Aber die Unterformen von diesem Nis, die Flucht fliehend, jetzt schau dir das einmal an. Nis, Waffe, heißt dieses Nis, ist eine aufgespannte Wahrnehmung, das ist das hebräische Wort für eine Formulierung. Und Wafjot, das ist dann der aufgespannte Intellekt, bedeutet Experiment. Mhm. Aber Experiment heißt herausgetreten um mich herum. Ja, ja. Gestalt gewordenen Existenzen, die ich als Spiegelungen in mir sehe, an ständigen Wechsel als Erscheinungen. Immer daran denken, Mentior, etwas überlegen im Lateinischen und Lügen verbreiten. Ja. Egal, was du dir jetzt ausdenkst, wenn du eine Zeitung liest, wenn du eine Glasplatte glotzt, einen Lautsprecher zuhörst, du machst aus diesen Geräuschen, aus den Vorstellungen, die jetzt da sind, ganz subjektiv geprägte, von deinem Intellekt geprägte Vorstellungen, die du um dich herum ausdenkst und du meinst, du hast mit der Welt, die du dir jetzt in deinem Kopf aufgrund dieser Reizauslöser denkst, überhaupt nichts zu tun. Hier muss uns klar sein, aber wir lassen uns das ganz kurz machen. Also diese geheimnisvolle Zahl, du merkst jetzt, wenn ich sage, jedes Wort wird ein 400-Seiten-Buch, wenn ich es genau erkläre, ermöglicht, das ist diese 1, ist das E-Quadrat-Kopf, die 44 ist das Kind. Und das möglicht gestaltgewordene, augenblickliche Gehirnlicht. Licht, ja, genau. Das ist möglich. Wir haben ja MG, können wir rot machen, ist ja der Zaubermeister. Ja. Welcher sein der Geist? Magier. Bring ich da ganz kurz einmal rein. Jetzt machen wir das einmal blau. Aufweichen, schmelzen, schwanken, vergehen, wogen, zerfließen. Das ist aufgespannter, gespannter Geist, blau gelesen Geist. Immer dran denken, das G, blau gelesen, ist das Gehirn, ist der Verstand, der Intellekt. Rot gelesen ist es wirklicher Geist. Und das vergeht. Das ist ein Wogen, ein Zerfließen von Augenblick zu Augenblick. Das ist dieses Möglicht. Die Möglichkeiten sind unendlich. Du musst es dir nur anders denken. Die absolute Erfüllung von Gottes Ich bin ein Geist und dessen unendlich vielen Toten, Tode, lateinisch heißt ja so viele, unendlich vielen ist gleich Toten, ich, Abi-Charakter. Das heißt, dieses Abi rot gelesen ist die schöpferische Weisheit Gottes, blau gelesen ist es das schöpferische Wissen des Intellekts. Intellekt. Ja. Das ist dein Charakter. Das heißt auch mein Zorn, mein Groll, mein Ärger, meine Wut. Dann ist es ja, ab ist ja meine Nase, heißt es auch, weil ab ist ja Nase. Aber die Nase ist das, was über das Gesicht hinausragt. Wenn du dir die Nase denkst, ist immer wieder, das ist die Nase, das ist auch der Zorn. Zorn wiederum, Z-Waff-R heißt ja zu Form werden. Weil du musst aus der Nulllinie, wir können das jetzt wieder drehen, sonst sobald was aus der Nulllinie herausrockt, ein Wellenberg braucht ein Wellendoll. Und dann kriegst du dann schon wieder unsere vier Ecken. Ja. Und das wird jetzt viel zu weit führen, dass man da genauer drauf eingeht. Mhm. Das heißt, die Erfüllung wird durch den Quadratwert 21 von ich bin und ich ausgedrückt. Ein Quadrat hat aber vier Seiten. Das ist das große Problem schon. Da habe ich oft darauf hingewiesen, dass das Klassische im Quadrat, wenn er immer nur zwei angegeben. Ich mache mal so einen Winkel, wo man reinstellt. Aber das wird ja erst, das ist ja offen. Man füllt jetzt das automatisch zu einem Quadrat auf. Da gehört das zweite dazu. Genau. Weil ein Quadrat aus vier Seiten besteht. Man sagt immer Quadrat und denkt immer an die zwei Seiten. 21 mal 21. Aber das ist ja offen. Ich brauche nochmal 21 mal 21 von der Diagonale getrennt. Genau. Und dann kriegst du hier vier Seiten. 2 mal 21 mal 21 ist 2 mal 441. Ja. Diese 21 ist übrigens hier das hebräische Wort für Ich Bin. Wir haben zweimal Ich Bin und zweimal Ich Bin. Ich bin, ich bin. Ich bin. Ja. Jetzt würde ich hier einen Schritt weitergehen, da war ich gerade am Schreiben, wo ich angelogen habe. Jetzt pass auf, jetzt machen wir mal die Quersumme, wir reduzieren das ja immer. Dann kriegst du hier 3, dann kriegen wir 3 mal 3 ist 9. Ja. Übrigens 4, 4 und 1 ist 9. Das ist 18, das führe ich jetzt zu dem. Ja. Ja, genau. Weil 9 mal 9 ist 18. 9 mal 9.
Und das, das sind die 4x, die wir hier stehen haben. Wenn wir das reduzieren auf die Quersumme. Das schreibe ich jetzt dann irgendwie noch. Das lassen wir jetzt gut sein hier. Wahnsinn, toll. Göttlich, nenn's göttlich. Wow, unglaublich. Ja. Ganz toll. Kleinigkeiten, das ist, du nützt, wenn du Holofeeling-Schriften liest, die hören, ohne Erklärung, wenn du die Grundlagen nicht hast, kannst du es überhaupt nicht verstehen. Nein. Es müssen die rudimentären Grundlagen da sein und die Grundlage für Holofeeling sind alle Wissensgebiete. Das ist Physik, das ist Chemie, alles unverändert. Ja. Das ist die große Kunst. Es wird nichts an den bestehenden Schriften verändert. Sie werden vervollkommnet und wie ein riesengroßes Puzzle aus unendlich vielen Teilen arithmetisch ineinander geschoben. Ja. Du bist die Quelle davor. Ja. Du bist die Quelle, weil du denkst dir das aus. Ja. Das ist immer wieder der große Punkt, wo ich darauf hinweise. Alles, was ich dir jetzt als Pixelmännchen Udo oder gegebenenfalls auf deiner Verabredung als realer Udo erzähle, mhm, ist deine Gedanken, das ist auch nur eine Figur in deinem Traum, eine Existenz, eine vergängliche Erscheinung. Mhm. Ich erkläre dir zuerst einmal, was du selbst bist. Ja. Ewiger Geist von meinem Geist, das nenne ich Geistesfunk. Ja. Etwas nicht Denkbares. Es gibt keine Möglichkeit, dass du an dich selbst denkst, ohne dich zu einem vergänglichen Gedanken von dir selbst zu machen. Ja. Und das neue Denken beginnt zuerst einmal, dass dir einfach nur klar wird, dass du der einzige konstante Parameter in deiner Traumwelt bist, dass du dich noch niemals in einer jetzt ausgedachten Vergangenheit verändert hast. Mhm. Weil in der Vergangenheit nie was war. Genau. Und es wird auch in der Zukunft nichts passieren. Mhm. Das ist hundertprozentig sicher. Also vor was willst du dich schützen? Dass du vernichtet wirst? Begreife zuerst einmal, verstehe, was du selbst bist. Etwas, was nicht gedacht werden kann. Der Denker von allem ist als Ding an sich nicht in der Lage, sich zu denken, ohne sich zu einer Existenz zu machen, von sich selbst. Genau. Das sind ganz einfache Sätze. Und dann wird dir das irgendwann nochmal so richtig bewusst, in was für einen Wahn du dich hineingedacht hast, weil du permanent geistlos nachäffst. Und jetzt, ich muss jetzt unbedingt nochmal zurück, das Wichtigste habe ich vergessen. Mhm. Ich hoffe, er übernimmt unser Bild. Wir fahren da jetzt nochmal hoch, einen kleinen Satz. Moment. So, schauen wir jetzt. Das ist so die absolute Mittelpunkt des allmächtigen Gottes. Den habe ich jetzt rotgeschrieben. Ani El Shaddai. Mhm. Ich, Gott, der Allmächtige. Den habe ich rotgeschrieben. Normalerweise Ani ist unser blaues Ich. Mhm. Das ist also diese Grundbasis. Unser D28, das sind die 28, ist der erste Schöpfungsvers. Ja. Und da machen wir, wenn wir zwei übereinander schieben, kriegen wir dann praktisch mit 541 Teilen. Das wird alles weiter vorne, befindet sich immer im Zentrum, diese 8,1. Das ist die 8, das ist die große Kollektion, mit plus 1, minus 1 im Symbol. Mhm. Und das ist jetzt sehr interessant, dann die Zahl 181 ist auch der Zahlenwert des griechischen Wortes für Frieden. Ach. So wie es zum Beispiel in Römer 2,10 geschrieben findest. In dieser 181 herrscht absoluter Frieden. Hebraisiert Frieden heißt die Frucht des Paradieses. Ja. Und in Jeremia 3,17, und wir machen hier keine Religion im klassischen Sinn, ich kann nicht oft genug sagen, diese Tora ist, beziehungsweise hier diese hebräische Schrift ist eine Formelsammlung. Es ist ein Computerprogramm. In dieser Zeit, das ist jetzt das im Hebräischen, in Zeit dieser heißt es hier wirklich, wird man rufen zu Jerusalem, Thron Jahwe. Mhm. Und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln wegen des Namens Jahwe in Jerusalem und sie werden nicht mehr der Verstocktheit ihres bösen Herzens folgen. Und wer wird zu dieser Zeit auf dem Thron sitzen? Dies wird in den ersten 6 Worten, 6 ist die Verbindung, von Jeremia 3,17 offenbart. Das sind die ersten 6 Worte im Original. Die haben einen Gesamtwert 1533, da kann man jetzt zum Beispiel Ja und seine Wellen lesen. Die Summe aller möglichen Teile von 1533, einschließlich der 1533, ist 2368. Wir wissen, das ist Jesus Christus. Ein Symbol, wohlgemerkt, nie eine historische Figur, weil es keine Vergangenheit gibt. Es ist ein Symbol, ein Bewusstseinszustand. So wie Buddha. Das ist dieses JCH, wo ich sage, ich bin du. Das haben wir gerade gespielt. Ich bin und ich bin. Der vom Bücherregal kennt alle Bücher und der
reduziert sich zuerst einmal zu einem Lesergeist, der ein Leben erlebt, was überhaupt nichts Negatives ist, wenn ich dabei nicht vergiss, wer ich bin. Genau. Die von dir Geistesfunk ausgedachte Stadt Jerusalem, das heißt das blaue Jerusalem, ist stark mit der Erde verbunden. Mhm. Diese Tatsache ist im Zahlenwert des Wortes Jerusalem verborgen bzw. offenbart. Mhm. Das ist nämlich hier 1 mal 2 mal 293. Die Summe aller möglichen Teile wiederum ist 1 plus 2 plus 293. Interessant, ne? Mhm. Gibt 296. Das ist der Zahlenwert der Erde. Jetzt wichtig, ich habe jetzt das hebraisiert. Das heißt, die geöffnete Berechnung ist erwecktes Wissen. Mhm. Das heißt, Generation, das hebräische DR, das erweckte Wissen. Da habe ich es hebraisiert. Jetzt schreibe ich die Erde Haares. Die Erde, das ist das hebräische Wort, praktisch der Erde oder die Erde. Und das ist Licht hier mit drin. Da komme ich jetzt langsam hier mit der Summe aller möglichen Teile zu diesen 2 mal 4, 41. So, und jetzt kommt das, was ich dir noch zeige. Wir wissen jetzt, die Zahl 441 ist der Zahlenwert von Emmet. Das heißt, imperfekt gelesen, Aleph als Vorsilbe, MD heißt ja Sterben, Tod. Einfach gelesen, eine Gestalt gewordene Erscheinung. Darum heißt, ich werde MD, das heißt zu einer Gestalt gewordenen Erscheinung. Da MD, Hebräisch Sterben und Tod heißt, ich werde sterben, tot. Tode heißt so viele, ich werde so viele. Ja. Wann passiert es? Wenn du ins gelobte Land einziehst, wenn du über den Jordan ziehst. Genau. Hier habe ich das schon gesagt, das hebräische Wort Jordan, IRD, schreibt sich nur IRD, irdisch. Ist es gestaltet werden, wenn du irdisch wirst, wenn du anfängst, dich mit deinen Gedanken von dir zu verwechseln. Dann bist du über den Jordan, dann kannst du zu den Toten, lass die Toten ihre Toten begraben. Und wie oft habe ich darauf hingewiesen, wenn man über den Jordan geht, dann ist man ja tot. Dann wird man zu so viel. Der träumende Geist wird zu unendlich vielen Gedanken. Und der denkt sich dann viele Menschenkörper aus, Affen aus, wo sagt, einer davon bin ich und die anderen bin ich nicht. Jetzt fängt er schon an zu urteilen, sich selber in Fetzen zu reißen. Und darum sagt man auch, wenn einer gestorben ist, über den Jordan gegangen ist, dass der ist ja verschieden. Ja, genau. Dann bist du verschieden, obwohl du doch dich genauso ausdenkst wie alle anderen. Ja. Der, der sich ausdenkt, ist was anderes wie das, was er ausdenkt. Das ist hundertprozentig sicher. Genau. Man beachte, man kann 441 auch als wieder dieses Aleph, ich, und dann machen wir die 44, ich werde zu einem Menschenkind. Ja. Weil Illet ist ja die 44 lesen. Und jetzt kommt eine entscheidende Stelle. Wenn man, das heißt, wenn du Geistesfunk unbewusst zu träumen anfängst und dich darum, geöffnete Berechnung ist aufgespannte Gestaltwährung, mit einem Menschenaffenkind verwechselst, da bin ich vorher schon drauf eingegangen, KI, du wirst zu einer KI und die erschafft existierende Öffnungen in dir. Dann ist der von dir Geist zum Denken benutzte Intellekt, das heißt deine KI erzeugt Welt. Nochmal, KI heißt auch Brandmal, Brand, der polare Rand und Welt heißt Brandopfer. Ja. Da gehe ich da nochmal drauf ein. Also, wenn du mit einem Menschenaffenkind verwechselst, dann erlebst du Geistesfunk zwangsläufig nur die persönlichen Wahrheiten dieses angeblich vernunftbegabten Menschenaffen. Mit dem du Geistesfunk dich in deinem Traum verwechselst. Genau so ist es. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Deine angeblich eigene Meinung besteht dann zu 99% jedoch nur aus den von dir, Tier, Fragezeichen, unbewusst nachgeäfften Meinungen und persönlichen Wahrheiten anderer. AND auf- und abschwingen sind zwei Erweckte. Ebenfalls nur unbewusst nachäffenden Menschenaffen. Das ist die Elite deiner Welt und deine geistigen Vorbilder und deine persönlichen Vorbilder sind Gedanken von dir. Dann spiegelst du dich in einen unendlichen Wahn hoch. Ja. Das ist diese Reiherei, da bin ich vorher schon drauf eingegangen. Genau. Jetzt muss ich ganz kurz, quatscht da mal ihr so lange, ich muss ganz kurz aufmachen. Und setz natürlich auf. Denken wir uns jetzt natürlich aus, ne? Nee.
So, hallo. Jetzt kann ich wirklich verstehen, so ganz tief verstehen, wo man nichts weglassen darf und nichts hinzufügen darf an der Tora. Genau so ist. Dann ist es falsch, dann verfälscht es total. Dann ist es nicht mehr das eine. Ja? Und dieses Gefühl, dass wir wirklich in einem Traum sind. Ja. Das hat sich jetzt so stark beim Tobi heute eben angesprochen. Ja, genau. Es ist gerade in dem Alter, das sind immer die alten Hasen. Und ich kann jetzt immer wieder sagen, ihr wisst, die Donis und die Fettings, wie oft ich die letzten 20 Jahre erwähnt habe. Und es ist unaufhaltsam. Es wird alles, was du dir ausdenkst, alles existieren. Die, auch wenn du das versuchst zu wiederholen, das ist nicht der Sinn des Lebens. Du musst weiter wachsen. Ja. Ja. Wenn ich immer sage, dieses kleine Kind, die Symbolik in deiner Trockennasenaffen-Vergangenheit, der Säugling muss irgendwann einmal aufhören, in die Hosen zu scheißen. Das ist die Fähigkeit, dass ich loslassen lerne. Immer wenn ich dir was wegnehme, will ich dir was Großartigeres geben. Ja. Aber du kriegst das Neue nicht, wenn du nicht bereit bist, vorher das Alte zu opfern. Meine tausendfach erwähnte Geschichte mit den Buchstaben, das ist zurzeit deine Welt. Dieser Buchstabe symbolisiert deine Welt. Mhm. Und ich will den zurück, den hast du von mir, die hast du von mir, diese Traumwelt. Ja. Und wenn du mir den gibst, dann kriegst du für diesen Buchstaben ein Wort. Ja. Das Wort Haus. Stimmt. Und du siehst, ich habe dir nichts weggenommen. Ja. Ich habe das erweitert, ohne das Haar zu verändern. Das ist das Eigenartige. Ich verändere an bestehenden Wissen nichts. Ob du jetzt ein Katholik bist, ob du ein Protestant bist, ich vervollkomme das Ganze. Weil alles, was du bisher als richtig ansiehst, ist richtig, aber nur ein bisschen. Kabelstecker. Ja. Du kennst den höheren Komplex nicht, wo die Teile dazugehören, weil du ein Einzelteil verwechselst mit dem Heiligen Ganzen. Ja. Und ihr merkt jetzt rede ich wieder bewusst traumzeitlich. Hier, diese Brösel, die du dir jetzt ausdenkst, du, der dir jetzt vom Computer sitzt, du siehst jetzt hier drei ältere Menschen, vier Stück, machen wir den Udo dazu. Relativ. Die beschäftigen sich normal gedacht intensiv seit einem viertelten Jahrhundert mit Holofeeling und mit diesen Schriften. Ja. Von Anfang an. Da ist keine Schrift, wo ich dir garantiere, es geht ja nicht immer nur um die acht Ohrenbohrungswerke, den Einstich. Ich sage, das Hauptwerk sind 31 Schriften. Das sind ja mittlerweile noch wesentlich mehr. Die sehen dann so farbig, so komplex aus. Du kannst es nicht lesen, wenn du die Grundlagen dir nicht anhörst. Und jetzt ist aber, das ewige Leben ist nicht verbunden mit intellektuellem Wissen. Dass ich in jedem Leben lernst du was anderes. Ich betone immer wieder, du musst kein Hebräisch und kein Physik lernen. Wenn du ich bist, wirst du das alles wissen, weil du dann der Schöpfer von allem bist. Ja, das ist es. Ja. Du musst dich auch nicht mit diesen unendlich vielen Sprachen in einer Welt auseinandersetzen. Das ist wie wenn du dir Märchenwelten ausdenkst. Und ich schließe jetzt das nochmal ab, dass wir es gut sein lassen. Es ist doch ganz klar, du nimmst jetzt erst einmal für dich in Anspruch, dass du sagst, du setzt dich hin und mit der Fantasie schreibst du eine Märchengeschichte. Du magst den Autor von einem Roman. Du kannst jetzt einen Mittelalter-Roman dir ausdenken. Mit irgendwelchen Charakteren. Du kannst dir einen Science-Fiction-Roman ausdenken, wo du dir dann Welten ausdenkst, die komplett andere physikalische Grundlage haben. Die Welt, die du jetzt in dir erschaffst, die Menschen, die Charaktere oder die außerirdischen Wesen, die du erschaffst, die werden von dir erschaffen, die werden von deinem Intellekt kreiert und erschaffen und die werden dann in dieser Romanwelt, die wird so funktionieren, wie du dir die ausdenkst. Genau. Aber letzten Endes wird das, was in die Existenz gehoben wird, wenn das Buch fertig ist, wirst du auch bei dem Buch, das du selber geschrieben hast, immer nur eine Seite anschauen können und wirst immer nur eine Zeile, ein Wort raus selektieren und dann ein Wort aussprechen und dann eine Vorstellung draus machen. Ja. Die Welt, die du dir jetzt ausdenkst, du Geist, ist nichts anderes. Es ist eine Welt, die von dir selbst erschaffen wird aufgrund von Wissen. Und du kannst Wissen dann sogar realisieren. Du könntest übers Wasser laufen. Ja. Und jetzt wirst du merken, die Geschichte aller Geschichten ist die Jesus-Geschichte. Ich schmäle jetzt nicht Buddha und all die ganz anderen Weisen, Heiligen angeblich. Aber ich verweise nochmal, wenn man wirklich anfängt zu verstehen und es wird niemals irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, mehr verstehen könnte, wie du ihm an Weisheit und Verständnis zusprichst. Ich nehme den Udo als Beispiel. Ich sage, ich bin eine Figur in deinem Traum. Was wäre ich, wenn du mich jetzt nicht ausdenkst?
nicht gedacht. Aber jetzt rede ich als IUB, was wärst du, wenn ich dich das nicht denken lasse? Was wärst du, wenn ich dich nicht morgen als derjenige, der du jetzt zu sein glaubst, in deinem Traum wach werden lasse? Was wärst du dann? Dann wärst du wieder ich. Ein nicht denkbarer Gedanke. Ja. Drum hat das Spiel begonnen und es hat nie begonnen in der Vergangenheit. Ich habe das ins Leben gesetzt, im Jetzt, und es wird ewig im Jetzt so weiterleben. Dieses Spiel, ohne Anfang und Ende. Mhm. Du musst zuerst einmal das chronologische Denken überwinden. Das ist keine religiöse, keine esoterische Spinnerei, wo ich dir erzähle. Es ist ein unvorstellbares Geschenk und das ist nur für dich. Für den, der sich jetzt in diesem Moment dieses Gespräch und sich selbst im wahrsten Sinne des Wortes erschafft. Ja. Da steckt der Affe schon mit. Mhm. Hör endlich damit auf, dich mit einem Gedanken von dir selbst zu verwechseln. Und oberflächlich betrachtet, lassen wir das Spiel komplett weiterspielen. Es wird ein extrem spannender Film ab jetzt. Ja, das stimmt. Umso mehr dir das bewusst wird. Das stimmt. Und dann wirst du auch merken, dass es eine Einheit in der Einheit gibt. Ja. Aber es sind so wenige, wo ich immer wieder merke, auf der unteren Ebene ist keine Kommunikation möglich. Inwieweit können Figuren in einem Roman, die du dir ausdenkst, wenn du jetzt einen Roman schreibst, inwieweit können die miteinander kommunizieren? Insoweit, wie du das in den Roman reinschreibst und dir das vorstellst. Mhm. Aber du bist im Moment des Schreibens Shinrai, der Logos-Spiegel. Denn erzeugt hast du meine polare Existenz. Genau. Mhm. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass das nicht 2, sondern 16 Seiten sind. Mhm. Ich habe vorhergehend, hast du mal die 4 erklärt. Eine Wahrheit, wieso sind es 2 Wahrheiten? Wieso wird aus der 4, 41 die 8, 82? Weil wir jetzt erst einmal eine Welle haben, plus und minus, das einfachste Symbol schlechthin. Und wo 2 sind, sage ich immer wieder, ich nehme immer gern den Filmprojektor, sobald hier 2 auf der Leinwand sind, müssen ja nochmal 2 da sein, die ja positiv und die ja negativ. Aber die stellen jetzt in 90 Grad Winkel die Qualitätsachse, dass du in den Einheitskreis kommst. Ja. Mhm. Und sobald du dir die 4 ausdenkst, müssen nochmal 4 da sein. Wir brauchen immer in unserer Kamera Obscura, in dem Punkt, in dem sich alles abspielt. Meinst du, das sind alles Zufälle in der Sprache? Wenn ich das immer wieder so betone, wenn du dir was ausdenkst, wenn du dir was vorstellst, egal wo du dir was hindenkst, das ist hier und jetzt deine Information. Ja. Und solange du irgendjemanden hast, der darüber diskutieren will, vergiss es, du versuchst schon wieder einen Gedanken von dir was zu erklären. Diese ganzen Figuren, die sich jetzt total aufführen, dass du in einer Sekte bist, dass du lässt es schlichtweg, das erzeugst du. Du musst begreifen, du bist immer noch so unbewusst, dass du meinst, du könntest irgendeinen Gedanken von dir was erklären, sprich irgendeinen ausgedachten Menschen von dir was erklären, oder du könntest ihn retten. Mhm. Du kannst nichts, was in dir zu existieren anfängt, retten. Nee. In der momentanen Vorstellung von retten. Es ist doch schon wieder weg, wenn du es nicht mehr denkst. Eben. Jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Ein so ein einfacher Satz. Jeder neue Blickwinkel, den du auf die VR-Brille holst, zerstört den bestehenden Blickwinkel. Mhm. Jetzt zeig mir die Weisen deiner Welt, zeig mir diese ganzen Besserwisser. Meinst du, dass ich arrogant bin, wenn ich sage, es sind dumpfe, hohle Gedanken von dir, nicht mehr und nicht weniger, und die sind nicht einmal schuld, dass sie so geistlos sind? Du bist der Geistlose, weil du das einfach nicht verstehen, nicht akzeptieren willst, dass es so ist. Ja, ja. Du bist die Quelle deines eigenen Leids. Richtig. Und ich rede nur zu einem Einzigen. Wenn ich sage, mich interessieren die Affen, die du dir ausdenkst, nicht im Geringsten. Ich habe nicht das Bedürfnis, deine Traumwelt retten zu wollen. Ich kann nur den Geist wach machen, der sich eine Welt austräumt, wo ich zurzeit als Brösel oder als Pixelmännchen ein Teil davon bin. Mhm. Aber die Udo ist es vollkommen gleichgültig, wie du mich denkst. Das sind so viele Beispiele, dass du ja jetzt schon in der Lage bist, dir wirklich auch andere Fantasielosigkeiten vorzustellen. Das ist auch, was denkst du, wenn du an den Udo denkst? Wie definierst du den Charakter des Udos? Du bist der Autor. Ja, immer wieder 2 Seiten. Bist du ein Autor, der was erschafft, oder bist du nur ein Autor, ein Zeichenerwecker von etwas schon, was du gegeben bekommen hast, gegeben bekommen hast? Und durch das Erwecken machst du aus der Gag-Ebene, machst du Gedankenwellen. Ja. Und wenn ich das immer so betone, wenn man jetzt den Hintergrund hat, das, der Vatersprache, des Deutsch-Ivri, des Konstruktprogramms, kriegen die Worte einen komplett anderen
Sinn, eine wesentlich komplexere Darstellungsfähigkeit. Ja. Und das Ganze läuft vollkommen streng arithmetisch ab. Nichts ist so präzise in deiner Welt, keine Lehre, kein Wissen ist so unendlich präzise wie Holofeeling. Ja. Es darf kein Jota verloren gehen. Absolut. Ich sage nochmal, wenn du an einer Internetstruktur, an einer Computerstruktur, wenn du nur bei einer Internetadresse statt .de, .de machst, kannst du es vergessen, wird es unbrauchbar. So präzise, hundertprozentig sicher ist das Denken und das Gedankengut von Holofeeling. Ja. Da wird alles an Fantasievorstellungen, da wird die Naturwissenschaft mit ihren angeblich hundertprozentig sicher bewiesenen Fakten, die nur aus Fehlern und Hirngespinsten bestehen, die in den Kopf derer, die das geistlos nachplappern, verwirklicht werden. Du verwirklichst das, du bist trotzdem mein Gott. Aber es ist nicht besonders sinnvoll. Und dann wirst du die Erbärmlichkeit dieser Menschen, diese Scheinheiligkeit, Menschenleben retten wollen. Es ist eine einzige Geldverdienindustrie, weil ihr Geld anbetet. Ja. Du kannst eine Person nicht retten. Der Säugling muss sich auflösen, dass er Schulkind wird. Da ist schon diese Verwechslung. Das ist ja immer derselbe Mensch. Ich sage, stimmt ja auch. Du wirst von mir nie hin, das, was nicht stimmt. Die wissen bloß nicht, was ein Mensch ist. Ja. Ein Mensch ist ein ganzes Leben. Das ist ein Programm, eine Lebensgeschichte, die durchlebt werden muss. Aber wer durchlebt dieses Buch? Und was erlebst du eigentlich, wenn du ein Buch liest? Jeden Moment erlebst du jetzt, jede Seite schaust du jetzt an, jedes Wort, jede Vorstellung erschaffst du jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Ja. Wenn das eine Figur in deinem Traum, die jetzt in dir wach wird, eventuell auch real auf deiner VR-Brille sinnlich wahrgenommen, die kann das gar nicht verstanden haben. Das muss dir auffallen. Du bist der einzige Geist in dem Spiel deines Traums. Genau. Du bist der Einzige, der das erkennen kann. Ein Gedanke von dir wird es niemals erkennen, selbst wenn er den Eindruck macht, dass es erkennen kann. Das ist jetzt, da bin ich mit Sicherheit als Brüssel-Uder die löbliche Ausnahme, weil ich der Einzige bin, dass ich so, ich bin bloß ein Gedanke von dir. Ich mache mir über deine Gedanken wenig Gedanken. Genau. Die musst du dir denken, die musst du erleben, die ich natürlich auch erlebe, weil ich nämlich du bin, aber das Buch habe ich schon längst durch. Jetzt lassen wir es sein. Danke, danke. Dieses Geschenk. Danke. Bis gleich. Bis gleich.